Moin Moin YouTube, herzlich willkommen zum Opening eines Displays des Hero Strike Structure Deck. Welcher Vollidiot kauft sich so einen Scheiß eigentlich? Wir werden heute ein Hero Strike Structure Deck öffnen und mal ein bisschen diskutieren. Ja, wie wird das Deck eigentlich sein? Was sind gute Karten drin? Was kann man für andere Decks benutzen? Und ja, was ist so ein bisschen die Zukunft der Helden? Und das mache ich heute nicht alleine, sondern zusammen mit DNBoy und Slash, weil die anscheinend ein bisschen mehr Ahnung haben als ich, weil ich letzter Zeit nicht sehr viel Heroes eigentlich gespielt habe. Und da würde ich euch ja gerne zur Hilfe hinzuziehen, wenn ich mal Fragen habe zu den bestimmten Karten. Ja, wollen wir aufmachen? Legen wir los. Das ist ja mein Pack, deswegen kann ich es aufreißen, wie ich es will. Hier wird ja noch zwei andere haben. So, dann gucken wir mal, was alles mit dabei ist. So, wir haben die ominösen Spielmatten. Oh yeah. Mal gucken, wie die aussieht. Plastik. Plastik, ja, ja, ja. Da haben wir sie. Die gibt's ja, glaube ich, so ähnlich auch als richtige Matte, oder, DNBoy? Ja, als ich die hier gesehen habe, dachte ich mir, schade, dass sie die andere nicht genauso vom Motiv her gemacht haben. Ist die anders vom Motiv? Ja, sie ist hässlicher. Das ist die von der Elite-Version, diesem Special-Ding, ach ja, stimmt, wo stimmt. Die Matte drin ist. Es gibt doch diese Deluxe-Edition, von dem, wo das Structure-Deck drin ist und halt noch die echte ja, Matte. Ja, ja, genau, ne? genau. Ist die eigentlich für Europa erschienen? Die ist doch explizit, glaube ich, für Europa erschienen, oder? Ja. Wow. Okay, da haben wir die einmal. Die sieht aber eigentlich gar nicht mal so schlecht aus. Dann haben wir endlich Version 9.0. Ich weiß gar nicht, war das Ding eigentlich im GG? War es immer noch 8.0, glaube ich. Obwohl Pendel schon längst da war. Ja. Jetzt haben wir es tatsächlich mal drin. Ich denke mal, irgendwo muss jetzt Pendel hier auch mit drin sein. So, einmal Regeln durchgehen? Einmal Regeln durchgehen. Ja, hier, jetzt gibt Pendelzone. Endlich haben sie ein neues Buch hier veröffentlicht. Meine Fresse, hat ja gedauert. Version 8 hatten wir ja ewig. Seit Xyz. So. Und dann haben wir hier ein bisschen Tipps und Tricks für das Deck, wie man spielen kann. Und das brauchen wir nicht, wir haben hier doch hier alle Experten mit am Start und die neuesten Sets. So, und dann kommen wir natürlich zum wichtigsten Teil, unserem E-Hero-Deck und dem Spaß, das Ding zu öffnen. Ah, ist glaube ich gar nicht so schlimm. Mal gucken, das kann man da aufreißen. Und dann schauen wir mal alles, was hier drin ist. So. Und als ersten haben wir den Kontrasthelden Chaos. Ja, da könnt ihr mir gleich aushelfen. Was kann der eigentlich? Wird er eigentlich gespielt oder eher weniger? Eher weniger, weil er eben zwei maskierte Helden als Fusionsmaterial braucht. Kriegst meistens dann nur mit Wunderfusion hin, weil er immer als Elemental gilt. Ach, man kann ihn aber dann halt regulär fusionieren und muss ihn nicht mit Maskenwechsel fusionieren. Man kann ihn nicht mit Maskenwechsel fusionieren. Ja, er ist ein richtiges Fusionsmonster. Okay, und was ist sein Effekt? Ist zusätzlich Licht. Okay, er ist Licht und Finsternis, so wie einige Monster, die es gibt. Und er kann offene Karte auf dem Spielfeld wählen und annullieren. Wow. Und hat halt 3000 Beatstick. Ja. Ja, da kann man bessere Karten spielen, denke ich. Ja, ich denke mal, das einzig Coole wäre es tatsächlich, den zu fusionieren aus dem Friedhof mit Wunderfusion. Ja. Irgendwie so. Ansonsten macht das nicht sehr viel Sinn. Dann haben wir maskierter Held Koga. War das dieser, der irgendwie Honest-mäßig ist oder so? Der sich Attack pusht oder so? Der kann Elementarhelden oder Monster aus deinem Friedhof verbannen, um seine ATK zu erhöhen. Ach ja, okay, cool. Braucht einfach Maskenwechsel mit einem Lichtmonster natürlich. Ich glaube, er hat noch einen anderen Effekt. Wir können ja mal durchlesen. Muss mit Maskenwechsel als Spezialbeschwörung geschoren werden und kann nicht auf andere Weite. Blablabla. Diese Karte erhält 500 ATK für jedes Monster, das dein Gegner kontrolliert. Das ist ganz wichtig, denn wenn er aufs Feld kommt, wenn der Gegner ein richtig fettes Feld hat, dann hat das Ding 2,5 mehr. Das kann bis 5000 dann hochgehen. Das ist vernünftig. Ganz schön der Beatstick. Und dann kann man halt noch einen verbannen, während das Spiel sogar ein beliebiges Spiel ist, und nochmal ATK draufgeben in der Höhe des Monsters, das man verbannt. Wow. Das Ding kann ja schon fast ein eigenes OTK sein. Einfach, wenn der Gegner ein fettes Feld hat, Special, Regiki, banish nochmal was Starkes auf dem Friedhof, Game. Ja, eigentlich ziemlich cool. Deutlich sinnvoller als der Kontrasthelf, wie ich finde. Dann göttlicher Wind. Ach ja, da war ja was mit Windmonster und Stratos nicht da und deswegen Avian und Tornado. Was macht der eigentlich? Der Gegner kann nicht angreifen und wenn ein Monster durch Kampf zerstört, darfst du eine Karte ziehen. Oh, das ist ja ähnlich wie Nova Master. Ja. Und warum darf er nicht angreifen? Kann nicht durch Kampf. Deswegen kann auch nicht durch Kampf zerstört werden. Oder was so? Und der Gegner kann während jeder Battlephase nur mit einem Monster angreifen. Also. Ah, okay, ja gut. Und wenn er da ist, ist es sozusagen, als ob er nicht angreifen könnte. Ja, ja. Oh. Ist die solide oder eher nicht so? Ich finde ihn okay. Ich finde ihn okay. Also, wenn du Formchain spielst, dann würde ich ihn auch einmal spielen. Ja. Ist ihm schade, dass Stratos nicht da ist. Ja, das wäre natürlich sehr schön. Und dann haben wir maskierter Held, dunkles Gesetz. Ne, also. Darklord, den kennt jeder, beziehungsweise die kennen die meisten, weil das halt die Mitkarte war, warum das Deck eigentlich so ziemlich gut in der OCG war, als Shadows dabei waren. Und ja, er ist halt ein einseitiges Makrokosmos, einfach nur für den Gegner und für sich selbst nicht, was schon sehr, sehr stark ist alleine. Hat einen sehr guten Buddy, ist mit Finsternis natürlich noch mit weiteren Supportkarten im Deck sehr leicht zu beschwören.
Und ja, dann hat er noch diesen, wenn der Gegner anfängt zu searchen oder zu ziehen außerhalb der Drawphase, einfach nur Karte aus der Hand banishen, ist ja auch nicht schlecht, oder? Ein ziemlich solide. Und den kann man ja, glaube ich, auch mit den Destiny Heroes machen, oder? Einfach mit Maskenwechsel? Ja, genau, weil Maskenwechsel beschränkt sich nicht auf Elementarhelden, sondern einfach auf Hero-Monster. Und das sind Destiny Heroes natürlich auch. Ja, und da habt ihr ja auch so einige Decks schon da, damit entwickelt. Und ja, sehr, sehr gute Karte. Meine Güte, das sind so viele Holos. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass da irgendwie 5 Holos sind oder so in dem, so einem Deck. Meine Fresse. Dann haben wir dann natürlich den Stratos-Ersatz Elementarheld Schattennebel, der ja zwei Effekte hat, wenn er gespecialt wird, sucht er. Es ist so schade, dass sie die Namen übersetzt haben. Es macht einfach keinen Sinn. Warum Dunkles Gesetz, warum Schattennebel, wenn die anderen Helden trotzdem noch englische Namen haben? Ja, da regt ihr euch immer drüber auf. Da kommen ja auch noch ein paar. Ja, sehen wir gleich. Ja, Schattennebel, ja, der kann halt eine Wechselzauberkarte suchen, wenn er gespecialt wird. Und wenn er auf Friedhof geht, kann man eine Heldkarte suchen, ne? Ja. Heldmonster suchen, so wie Stratos. Und ja, es ist eine sehr, sehr schöne Karte. Gibt deutlich mehr Konstanz dem ganzen Deck. Natürlich Krieger, schön, Level 4. Für die ganzen Shenanigans kann man den immer ganz gut nutzen. Also sehr, sehr sinnvolle Erweiterung. Dann haben wir so ein bisschen die Klassiker aus dem Manga, den Ocean. Und der heißt gar nicht Ozean. Nee, der heißt nicht Ozean. Eine sehr, sehr langsame Karte, aber ist auch nicht ganz nett, wenn er tatsächlich mal überlebt. Woodsman, auch eine etwas langsamere Karte, aber auch nett, wenn er eher überlebt. Aber Pulli spielt man ja eher weniger. Wobei, ich glaube, ich habe bei einigen Deckprofiles gesehen, dass sie tatsächlich den ein paar Mal in der OCG gespielt haben. Warum auch wahrscheinlich immer. Dann mit Blazeman. Wahrscheinlich. Dann Voltic, die Karte finde ich persönlich ziemlich cool, weil mit dem kann man ziemlich viele Shenanigans OTKs machen, weil man kann zum Beispiel, wenn man 2 Voltics gebanished hat, kann man mit dem angreifen, dann den nächsten Special, mit dem angreifen, mit dem Special, mit dem angreifen und noch was specialen. Und dann halt noch für Rang 4 gehen in der Main Phase 2. Man muss einfach nur Kampfschaden machen und dann specialt er einfach einen verbannten Elementarheld. Eigentlich sehr, sehr, sehr gute Karte meiner Meinung nach. Elementarheld Heat, Air und Lady Heat, ja, so ein bisschen so, aha, Feuer. Und da haben wir unseren. Das ist auch tatsächlich der einzige Windelementarheld Main Deck, oder? Den es gibt außer Stratos. Abgesehen von Stratos, ja. Ich bin mir nicht sicher, ob es im Manga noch einen maskierten Helden gibt, der auch Wind ist. Ja. Es gibt da auf jeden Fall welche, die nicht Fusionsmonster sind. Es gibt doch maskierte Helden als normale Monster von jedem Attribut, oder? Ja, Darklaw war auch im Manga ein normales Monster. Achso, und das haben die dann im Nachhinein erst zum Effektmonster gemacht, weil nur Stratos. Nö. Und dann machen wir einfach mal ein neues Monster, ne, damit. Ja. Aber Avian ist sozusagen jetzt ein bisschen so die Ausrede dafür, ja, ihr kriegt hier neue maskierte Helden mit Wind und so, da wir euch Stratos weggenommen haben, müsst ihr halt den spielen und er ist halt nicht effektiv, nicht sehr stark und scheiß Stats und Level 3 und ja, halt Anime und wenn wir bei Anime sind, auch nochmal den Neos rein, warum nicht? Gibt's so einige Shenanigan-Decks, volle mit Neospatians da, wo man einigen Kram machen kann, aber sonst eher weniger spielbar. Vielleicht kriegt er irgendwann noch mehr Support, so wie Dark Magician, sodass man da so ein ganzes Neos-Deck hat. Bisher gab es noch relativ wenig Support dafür. Dann Another Neos. Früher noch mit dem Elemental Stratos war dann er und Stratos und Bubble Man das ganze Deck. 10 Monster, der Rest Traps und Spells. Ich weiß gar nicht, wie das heutzutage ist. Another Neos ist momentan eigentlich noch relativ gut spielbar. Also auf 1 kann man ihn theoretisch spielen, um halt Zugriff auf Koga zu haben. Und als 1-9er Beatstick ist er ja, und mit solide. Mit Licht hast du halt die ganzen Möglichkeiten. Shining, Koga und er ist halt mit Gemini Spark benutzbar, weil er ein Zwilling ist. Den Effekt, dass er zum Neos wird, interessiert ihn eigentlich eher nicht. Interessiert überhaupt nicht. Ja. Dann haben wir Blade Edge, ein Klassiker aus dem Anime. Klassiker. Necroshade, Klassiker aus dem Anime. Wildheart, immer eine Karte, die für Überraschung sorgt. Wenn du eine geile Background hast, dann kommt das Ding und du denkst so, ich nicht aufhalten. Dem interessiert einfach gar nichts. Don't care. Too strong. Only book can stop me, baby. Sehr, sehr gute Karte. Und ja, ich glaube, Bubble Man ist immer noch auf 1 in OCG, oder? Ich glaube, nee, ja. Ich meine, oder ist auf 2 gegangen. Ja, die Karte, die halt ein bisschen Shenanigans gemacht hat. Einfach, ist so gut. Ja, ist so gut, weil du einfach von der Hand specialen kannst, wenn du keine Karten in der Hand hast und weil man halt noch 2 Karten ziehen kann, wenn man den Top deckt oder so. So flexibel und deswegen wurde auch runtergesetzt, weil halt in der OCG so viel Such-Action war, weil die auch noch den Stratos haben. Mit Stratos allein, Stratos Top-Deck, hol das Ding, Special, dann hast du direkt Exaton, irgendwelche Krieger, kannst du direkt was aufs Feld knallen. Sehr, sehr schöne Karte. Und F-Zero und Acid-Möglichkeiten. Und wie gibt's da noch? Vapor, ne? Die will ich unbedingt machen. Grand Mole, einer meiner Lieblings-Side-Deck-Karten, ist eine schöne, nervige Karte, voll im langsamen Format, immer sehr, sehr schön. Dann aufrichtig, ein schöner Reprint, natürlich Anime geschuldet, hat Jaden auch gespielt. Kartenkavallerist, hat auch, das ist alles Jaden-Karten hier eigentlich. Aber Kartenkavallerist ist ein schöner Reprint, ist aber eine sehr, sehr gute Karte in einigen Mildecks. Geflügelter Horibo, Dito, Beschwörermönch ist keine Jaden-Karte, aber sehr gut.
passt auch sehr gut zu dem Deck hier. Ja, und warum passt der denn dazu eigentlich ganz gut? Naja, man kann damit ganz einfach Schattennebel rausspecialen, direkt seinen Effekt nutzen, Mass Change suchen und im nächsten Zug. Ja, und man kann Xyz machen. Ausfällt. Und das Tolle ist ja, das Deck spielt ja sehr, sehr viele Zauberkarten, ne? Weil daher hat der Beschwörermönch eigentlich immer was zum Abwerfen. Ja, auf jeden Fall wegen Reinforcement for the Army und E-Call. Ja, und vor allem er kann auch weitere Spells wieder hinzufügen. So. Also das ist ja nicht so, dass man irgendwie Spellmangel in dem ganzen Deck hat, weil man kann auch eine Mask Change abwerfen. Kann welche hinzufügen? Naja, kann Mask-Karten noch hinzufügen. Ach so, das meinst du? Ja, die kann man sich auch hinzufügen. Das heißt, du suchst suchbare Spells immer abwerfen. Ja, Change-Karten. Ja, die würdest du ja nicht abwerfen. Die willst du ja benutzen, um deine Fusion zu machen. Kommt ja immer auf die Situation drauf an. Es gibt ja alles wirklich. Ja, aber Beschwörermönch, ein sehr, sehr schöner Reprint. Und das hat mich so zum Schmunzeln gebracht. Ich fand's schön. Der Homunculus, weil wir noch drüber geredet hatten. Shadows mit Plans. Das ist einer der sinnvollsten Plans, die man noch so hinzupacken kann, ne? Ja, er ist eben nicht schwach. 1800 Angriff. Er kann ein beliebiges Attribut annehmen. Ja. Man muss ihn normal beschwören, ja, aber... Man kann ihn mal auch so aus dem Deck schmeißen für Nil Construct. Das ist ja eigentlich auch gar nicht so schlimm, weil meistens nicht normal beschworen wird. Ja, daher. Coole Karte. Dann Maskenwechsel 2. Da müsst ihr mich jetzt aufklären. Was macht Maskenwechsel 2? Um die Karte zu aktivieren, musst du eine Karte aus deiner Hand abwerfen und kannst dann ein beliebiges Monster, nicht nur Helden, auf dem Feld wählen. Sie müssen offen sein. Und dann darfst du einen maskierten Helden aus dem Extra-Deck beschwören, welcher ein höheres Level und das gleiche Attribut hat. Ah, okay. Das ist also im Grunde der Maskenwechsel, der jetzt für alle Decks funktioniert. Das heißt, du kannst Dark Lore einfach in jedes Finsternis-Deck oder jedes Deck, was viele Finsternis-Monster spielt, reinsplashen. Ja, man muss halt immer die Karte abwerfen, aber das ist ja meistens keine Kosten für so einen reinen Effekt, oder? Nein, also, ne, wenn man jetzt heutzutage Makrokosmos nur auf 1 spielen kann, dann spielt man halt Dark Lore auf 3. Ne? Dark Lore auf 3, ne? Sehr schön. Dann haben wir Formchange, Gestaltwechsel. Was hat's mit der Karte auf sich? Da musst du einen, ich glaube, Heldenfusionsmonster wählen, ja, und kannst einen maskierten Helden, glaube ich, mit derselben Stufe, der Grundstufe des Monsters, hast du wieder zurückpackst ins Extra-Deck specialen. Ja. Das heißt, wenn du zum Beispiel Göttlicher Wind auf dem Feld hast, dann kannst du den einfach mit ihm angreifen, Gestaltwechsel aktivieren, zum Beispiel Koga rausholen und nochmal angreifen. Mhm. Ja, cool. Sehr gute Karte. Interessant, sehr schön. Dann haben wir Maskenaufladung. Das ist ja sozusagen der, wie heißt er nochmal bei den Grabwächtern? Grabwächter Stele sozusagen, wähle ein Heldmonster und wechsle schnell Zauberkarte aus dem Grave. Bisschen anders, ne? Also, ja. Ist halt ein Verbanntes und ein. Nee, das ist ganz Friedhof. Normal, einfach aus dem Grave. Zwei auf dem Friedhof vielleicht? Ja. Okay. Warum Sternänderer? Was ist Sternänderer überhaupt? Sternänderer? Ah, ja, genau, das ist die nicht plus 1 oder plus 2 Level macht, und weil das auch eine Change-Karte ist, kann man die auch hinzufügen, die auch keiner spielt. Wird relativ wenig gespielt, obwohl die Karte einfach super gut ist, weil man damit sich direkt Schattennebel plus einen direkten Dark Lore sozusagen wieder machen kann und weiter plus machen kann. Maskenwechsel, der Klassiker, einfach ein Monster mit derselben Eigenschaft auf den Friedhof legen, einen Helden, und dann kriegt man den entsprechenden maskierten Helden aufs Feld. Ich habe neulich realisiert, dass diese Karte ja schon länger draußen ist. Ja, Generation Force, ne? Ja, ne? Die haben schon länger ein Playset davon. Wenn es halt keine guten maskierten Helden gibt. Bisher war immer nur halt Acid zusammen mit Absolute Zero für Regiki und Harpy Fetter, das ist auf einmal gut gewesen, ansonsten nichts. Dann die reguläre Poly, finde ich einen tollen Reprint, weil viele haben sie nicht. In einem scheiß Zustand von früher. Ja, finde ich eigentlich ganz gut. Auf jeden Fall. Wunderfusion finde ich sehr, sehr schön. Oh. Sehr guter Reprint. Wird auch gar nicht mehr so viel gespielt wie früher mit Stratos und so, wo es halt auf 3 gespielt wurde, oder? Oder wird sie immer noch auf 3 gespielt? Nein, meistens auf 1 oder 2. Ja. Ist so eine Geschmackssache, weil es halt eine Karte, wo du abhängig vom Friedhof bist und je nachdem, ob es jetzt Late Game ist oder wenn du die auf der Stadt hast, ist ein bisschen. Ja, Late Game ist ja halt immer sehr, sehr schön. Ja. Fusion der Parallelwelten ist natürlich, da muss man tatsächlich ein Deck drum rumbauen, weil sonst ist sie nicht sehr konstant, weil da hängt man tatsächlich von seiner verbannten Zone drauf ab. Dann ein Held lebt, immer so eine Seki-Karte, wenn man sie First Turn hat und sie aktivieren muss, um 4000 zu bezahlen. Aber dafür zum Beispiel gut, um sie mit Monk abzuwerfen. Genau, wenn man sie dann nicht braucht, tatsächlich mit Monk abzuwerfen. Einfach einen direkten Helden aus dem Deck Special. Früher war Stratos, jetzt wäre es der Schattennebel. Auf jeden Fall. Und da kann man halt die entsprechenden Effekte triggern. Heldenmaske, ignorieren wir mal, heißes Herz, 500 ATK und durchschlagender Schaden für beliebiges Monster. Eilige Nachbruch finde ich gut, weil Search-Karte, einfach Helden hinzufügen, Elementarhelden, sehr gut. Sehr gute Karte. Ja, dann kann man sich einfach die Kombo zusammensuchen, die man braucht. Dann haben wir unseren Pop-Effekt, unsere MST, Oberseele für den. Wir haben ja nur 2 Monster, die wir mit der Oberseele holen können in dem Deck. Ich glaube, du willst nicht Alien beschwören. Ja, und du willst auch nicht überhaupt Dings spielen, Neos. Dann Verstärkung für die Armee, immer ein Klassiker. Der wird fast in jedem Structure-Deck reprintet. Ich glaube, das Ding ist ja mit MST fast die meist reprintete Structure-Deck-Karte und Staubtornado, glaube ich. Ganz gut für das Deck, ja, solide. Ist auch auf 3 bei uns mittlerweile. Sehr effektiv. Finden wir nicht schlecht. Ne? Finden wir nicht schlecht, nö. Der lebendig heimkehrende Krieger.
wird eigentlich nicht gespielt, aber ist eigentlich eine tolle Karte, oder? Einfach mal aus dem Friedhof direkt einen Helm wieder zurückholen, aber es ist halt, wenn er Special will, brauche ich das gar nicht. Toff, der ging. Ja. Ich finde ihn nur, diese Karte vor allen Dingen gut, um BLS halt wieder zu holen. Ja. Das ist immer so. Das ist so das Wichtigste. Ja. Dann Toff der Gegensätzlichkeit, so ein bisschen spielbare Karten, die auch für andere Decks zu gebrauchen sind. Reprint finde ich sehr, sehr gut. Heldensignal. Alte Karte. Alte Karte, aber funktioniert immer gut. Heldenexplosion ist halt toll mit hier mit Another Neos. Einfach ein gegnerisches Monster poppen und dann wieder zurück auf die Hand nehmen. Sehr, sehr schön. Ruf der Gejagten wird ja zurzeit viel gespielt in einigen Decks, die halt zum Beispiel Stellar Knights halt nicht, ne? Ja. Wird vor allem da gespielt, Batteryman. Dann, das hab ich gefeiert. Endlich mal bodenlose Falco bekommen. Reprint hat ja ewig gedauert, dass mal wieder ein Common Reprint von dem Ding kommt. Ja, ich finde schön, dass also in diesem Structure-Deck vor allen Dingen auch mal gute Stables reprintet werden, so ja. Wie bodenlose und Zwangsevakuierungsgerät. Genau. Ja, also Bodenlose hatte, glaube ich, in der letzten im Structure Deck Dark Emperor, glaube ich, gehabt. Also das war schon ein bisschen länger her. Ja. Und Zwangsevakuierungsgerät, war die überhaupt schon so viele? Ich glaube, in den ersten war sie drin und danach war sie nie wieder, glaube ich, in einem Structure Deck drin gewesen. Aber auf jeden Fall eine sehr gute Karte. Warum ist das Ding drin? Ist sie nicht neulich erst rausgekommen? Ist sie nicht im. Die war doch, das ist sie nicht Secrets of Eternity? Oder nein, so? Das ist nicht Nee, das davor. Duelist Alliance war das Ding. Ja. Warum? Einfach so, weil die Platz haben. Und der eine große Tornado, damit man hier halt Shenanigans mit dem machen kann. Ist aber schön, ist besser als Gaia, wie der ja. Halt in der OCG ist. Ja, genau, das waren so ein bisschen meine Einblicke. Und ja, ihr habt ja gerade eben das Display gesehen. Welcher Depp kauft sich eigentlich ein Display? Keiner, der sich eigentlich ein Deck zusammenbauen will. Aber da wir ja drei Leute sind, war das eigentlich ganz cool, weil sich jeder sozusagen dann drei Karten, also drei Decks holen konnte, weil ich habe jetzt noch ein extra Pack gehabt. Und wir öffnen mal das Ding hier auch mal vor der Kamera und vielleicht fällt uns noch so ein bisschen was ein. Vielleicht könnt ihr ein bisschen erzählen, wie spielt man dann das mit den Destiny Heroes? Ich finde das ganz lustig, was ich hier so draufgeschrieben habe. Wer war der Maskierte? Oder wer kann die Unschuldigen retten? Das finde ich schon ein bisschen so, oh, ist da was passiert? Müssen wir jetzt jemandem helfen? Sehr, sehr schöne Box, also würde man sich wirklich normalerweise nicht kaufen, also. Nee. Decks, okay, dreimal, aber sonst. So mehr nicht. Und ja. Für alle, die es wissen wollen, 8 Stück sind hier drin. Ein Display hier hat halt anders als bei Special Editions einfach nur 8 Decks drin und. Ich glaube, es war bei der Special Edition einfach noch ein bisschen länger. Ja, oder? Ich glaube, da passt einfach noch einer mehr. Ja, ja. So, möchte jemand öffnen, vielleicht von euch beiden, weil ich hier die ganze Zeit schon am Öffnen bin? Ja. Und du hast ja das Ding für uns besorgt. Nochmal vielen Dank dafür. Ja, gerne, gerne. Also. War ja nicht nur das Display, sondern wir hatten, glaube ich, noch 4 extra Decks. Ja, wir haben jetzt 12 insgesamt für 4 Personen. Ja. Unglaublich. So, das ist einmal. Mit dem Plastik. Und. Oh ja! Mal, und ab in den Laden damit, ne? So, jetzt. Und sieht es trotzdem wieder nicht auf der Kamera, wie immer. Aber kurz reinschieben, so. Man sieht es einfach nicht. Einfach. Not enough space. Ja, dann zieht euch eure Decks raus. Ich nehme den letzten. ich nehme die hinteren 2. Und ja. Dann nehmen wir die einfach auch mal ganz entspannt von der Kamera. Mal die Deckliste zeigen. Ja, genau. Am Anfang nicht gemacht. Ja. Aber wir haben die Karten alle gesehen. Ja, während ihr öffnet, kann ich hier nochmal ein bisschen vorlesen, was denn da steht so auf dem Ding. Diese heldenhaften Monster bestrafen ihre feigen Gegner an der Duellakademie schon seit Jahren. Dieses Structure Deck enthält eine Liga von Elementarheldenmonstern, darunter der neue Elementarheld Schattennebel und noch weitere neue mächtige und geheimnisumwobene maskierte Heldmonster, darunter maskierte Held Dunkles Gesetz. Wirst du es schaffen, die Unschuldigen vor den Mächten des Bösen zu schützen? Oder den Bösen hätte ich mal richtig vorlesen sollen, aber das würde ich viel toller machen. So. Ich finde die Verpackung immer komisch, also mit diesem Plastik hier drin. Weiß ich nicht. Ja, es schützt es aber wenigstens, damit das halt bei Langversandsachen, vor allem wenn die irgendwie aus dem Ausland sind. Was ich immer sehr schade finde bei den Structure Decks, ist, dass manchmal die erste Karte wirklich. Die Promo, die ganz vorne ist, immer im Arsch meistens. Die sieht. Also, ich glaube, es geht hier gerade noch so, aber. Ja. Ich habe ältere Structure Decks gesehen und da war es echt schlimm. Ja, Grafa, die Chaos Dragons, immer wieder kaputt. Das war echt immer sehr, sehr schade. Gates of the Underworld war auf jeden Fall schlimm, ja. Ja, also genau. Die Grafas war nie Mint. Gut, dass er seinen Reprint bekommen hat an den Gold. Mhm. Ja. Spielt die Mint? In Gold? In Gold? Man kann ja da draußen Darklaw machen, ne? Ja. Nee, kann man nicht. Man muss ja eine Stufe höher sein, ne? Ja, du hast ja die anderen. Ja, yeah, genau. Ja, genau, also unsere Deck-Idee war noch, das Ganze mit Destiny Heroes zu kombinieren. Ist eine sehr interessante Variante, das Deck zu spielen, weil man halt auch Zugriff auf Beals und auf Void Ogre Dragon hat.
Es ermöglicht sich halt mit solchen Verbreitern als Zombie und Malicious. Ja, die vor allem. Mit Destiny Draw und Diamond Dudes. Und die sind ja halt alle super durch den Schattennebel. Ja, das ist das Tolle. Das bringt ja wieder die Konstanz rein in die Destiny Decks, die sie vorher hatten, halt mit Stratos. Und die Möglichkeit, weil man so viele Dark Monster hat, auf einmal die Maskenwechselkarten schön zu nutzen, das oder? Das ist wunderschön, ja. Das ist richtig. Und man spielt ja sowieso die ganzen normalen Zauberkarten. Und da ist Diamond Dude ganz toll, besonders mit einem Held lebt. Oh ja, for free Special Summon, hey! Oder mit Destiny Draw, C2. Oder Rakiki. Und Darklaw. Sogar Topf der Gegensätzlichkeit macht Sinn. Reveal free, fügt der Hand hinzu, du darfst immer noch specialen. Ist es so? Ja, das ist so. Es wird einfach alles negativ. Das ist einfach so geil. Die bösen, bösen Kosten. Ja, ja, diese bösen Kosten und Bedingungen, die jetzt immer drumrum sind. Ja. Ja. So, jetzt nehme ich auch nochmal meine hier. Dann haben wir alle unsere Structure Decks. Oh, schon alle Holos raussortiert. Wie weise, wie weise. Wie geht's los gleich mit dem Deckbau? Retro-Perspektive auf gestern auf das Video dann, zu dem Locals-Bericht. Können wir noch nicht sagen, weil wir dieses Video eigentlich dann davor machen. Ist das confusing. Ja, ansonsten gibt's ja eigentlich, glaube ich, nicht mehr so viel zu berichten. Habt ihr noch irgendwas? Ich glaube nicht, oder? Wir haben eigentlich das meiste gesagt und wir würden uns dann verabschieden und ich hoffe, euch hat dieses Riesen-Opening gefallen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüssi.